Hallo und herzlich willkommen zum Freischwimmerverein von Technical Infinity. Ich bin immer noch dabei, das Wasser hier irgendwie wegzukriegen und im Hintergrund sind ein Kaden und ein Zölzi. Hallo. Guten Tag. Ich bin im Rettungsring gekommen. bist du bei der DLRG, oder? Nee. Aber mal so ein Vorbeiwerfen kann man ja mal. Boah, ist das übel. Oh, es läuft gut zu regnen. Es leckt nicht mehr so schlimm wie vorher. Ah, aber ich spür's auch, dass da gerade Wasser weggeht. Das Problem ist halt, dass sich das alles hier nur so halb chunkweise aktualisiert. So, ist hier noch irgendwo ein Source-Pack? Eine kurze Frage. Brauchst du zufällig Botania-Blumen? Karten auf jeden Fall. Wenn ja, bei uns wachsen so viele Blumen. Soll ich mal abgrasen gehen? Ich tue sie nachher nur in eine Kiste rein. Oder so. Dann gebe ich dir die Blumen, wenn ich dann Orbelbaschus abhole. Kann man so machen. Alter, da ist aber gerade keiner draußen Holz, oder? Nee, hat sich gar nichts angehört. Loks? Ja. Haben wir echt kein Holz mehr? So gut wie nix, darum habe ich ein bisschen Zäpplinge gepflanzt. Wie viel Holz braucht ihr? Ich bräuchte nur ein bisschen. Kann es sein, dass wir nicht immer eine Axt haben? Die habe ich gerade dabei. Ah ne, ich habe hier noch eine gefunden. Also wir hätten knapp 500 Junglewood-Baumstämme. Okay. Kann man machen. Ja, sag mal so, und woher muss man jetzt einen Charcoal herbeziehen? Na, stimmt allerdings. Ja. Da ist noch ein Block. Das sind halt große Dschungelbäume, halt das Beste. Boah. Ich muss mir mal einen neuen Koppel holen. Hä. Lass mich raten, das Wasser fließt immer noch ab? Ja, ja. Ich spür's. Kann sich noch um Stunden handeln. Hoffen wir nicht. Ich hätte das offscreen machen sollen. Ich würde nämlich gern schon noch meine FPS mal wiedersehen. Ich auch. Oder meine FPS behalten. So. Gott, ey, ich sehe jetzt schon kommen, das mit dem Kabelglomp hier wird so enden wie bei Alpha von Patrick. Boah, leck. Nee. Da ist die Smeltui. Nein! Fuck! Ganz ruhig. Ach du Scheiße. Bin runtergefallen. Mann, oh, ich wollte mir noch Kabel holen. Ach Gott. Ja. Und ich höre Zombies. In der Theorie kommt dann nachher hier der Reaktor rein, dann passt es. Reaktor. Bleibt die Energie in Solargeneratoren drin, wenn man sie abbaut? Du fragst mich gerade was. Welche, die von Extra Utilities? Ja. Boah. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Okay. Woher bekomme ich Basalt? Das sind doch die aus dem. Die Vulkane bestehen auch aus Basalt. Ja. Ja. Den würde ich nämlich ganz gern haben. Jetzt schießt da noch ein Skelett auf mich. Au! Fuck! Haben tue aber nicht. Bist du narrisch geherrscht? Kurze Frage. Im Not Enough Item steht, man bekommt Basalt, wenn man Adenosid in den Mana-Pool reinwirft. Das könnte sein, durchaus. Und
Also, wo ich das nicht mal im Singleplayer ausprobiert habe, hat es irgendwie nicht geklappt, wo ich mal einen Kaktus da reingeworfen habe, wo das Ding voll war. Weil daneben steht nämlich irgendwie sowas Alchemie-Katalyst. Links daneben auch noch. Ansonsten muss ich mal. Ich müsste doch wahrscheinlich schon welche erkundet haben, soweit wie ich mal erkundet habe hier. Ich will doch da in einen Block setzen. Da sind sie doch. Hey, Wahnsinn. Hilfe. Oh, fuck. Ein Steve Joint. Gott, warum habe ich hier draußen nicht die Lecks? Hier verschwindet doch gar kein Wasser. Ist es schwer, einen Linking-Book herzustellen? Nö. Ernsthaft? Alan, oh, hier ist Steve. Steve. Oh nein, das ist doch Alan. Alan. Ist denn jetzt kaputt? Warum ich denn gerade so lax? Sorry, es tut mir echt leid. Wisst ihr, wie man Linking-Books herstellt? Ja. Wir sind gerade dabei. Karten macht gerade, kannst du dann eins von uns haben? Ich hab Probleme. Was kostet es? Also, das kostet Inksex, Wasser, Leder und Papier. Insgesamt. Plus die Maschinen. Okay. Also Maschinen in Anführungszeichen. Habe ich alles da. Wenn ich das auf den Bookstand draufstelle, wird das Ding ja nicht benutzt, oder? Also verwendet. Oder wie ist das? Du kannst es auf zwei Arten benutzen. Du kannst im Grunde so ein Notfall-Linking-Book immer dabei haben. Ja. Ein Linking-Book funktioniert immer nur dimensionsübergreifend. Das heißt, wenn du hier in der gleichen Welt bist, kannst du das Linking-Book zu dieser gleichen Welt nicht benutzen. Das geht nicht. Oh. Außer du hast ein Intra-Linking-Book. Gibt's das jetzt inzwischen auch schon? Das müsste es doch inzwischen geben, oder? Das weiß ich nicht. Gab's nicht schon mit der letzten Version, mit der 1.6? Da bin ich gerade etwas überfragt. Geht das eigentlich auch mit... die Maschinen hier, oder? Inkmixer und Bookbinder brauchst du hauptsächlich. Ach, da stehst du ja schon. Ja. Okay. Achso, du hast Papier dabei. Achso, dann kannst du es ja kurz mal austesten. Wenn du jetzt Papier reinlegst hier in den Inkmixer. Kann ich das solche? So ein Link-Panel-Page, das nimmst du raus. Okay, das macht es automatisch, dass es gleich nochmal herstellt. Rechts kannst du das dann reinlegen. Also wie heißt es? Bookbinder. Ja. In dieses große graue Feld. Und jetzt brauchen wir noch ein Leder. Moment, nein, dann erstellen wir eine Age. Wir wollen ja ein Linking-Book. Nimm die Seite wieder raus. Wir wollen ja gar keine Age erstellen. Du brauchst kein Bookbinder eigentlich. Du brauchst nur eine Seite und Leder und ins Inventar. Richtig, Seite und Leder ins Inventar. Dann hast du ein Linking-Book. Ich hab dir gerade eben noch Dings gegeben. 5 Tinte. Ah, cool, danke. Die liegen da neben dir. Gut. Dankeschön. Vielen Dank. Kein Problem. Einfach schwimmen. Vielen Dank für die Seite. Schwimmen. Die noch da ist. Das dürfte dann aber klappen, wenn ich einfach in die Farmwelt gehe und Starlinken tue, oder? Richtig, wenn du in der Farmwelt bist und da zum Beispiel einen Quarry oder so aufstellst, der weiter weg ist, dann hast du ja so ein Unassigned Linkbook, das ist dann so grau. Ja. Und dann stellst du dich praktisch da neben den Quarry, machst einen Rechtsklick und dann ist es praktisch zugewiesen. Dann nimmst du dieses Buch mit. Nimmst dieses Buch mit und packst es dann neben dein Haus auf so ein Bookstand und kommst dann praktisch, wenn du das benutzt, immer zum Quarry. Oh
Oder ich mach's mir jetzt so einfach wie jetzt. Ich hab Starry Beine, dass ich da, dann lande gleich. Dann wieder zurückkommen. Im Endeffekt ist es 1500 Blöcke. So. Und du brauchst vielleicht noch ein zweites Linking Book, um wieder zurückzukommen. Genau. Ich muss das sowieso bloß einmal jetzt ein Basalt holen hin. Ach so, meinst du, dann wieder einfach zurückkommst. Ja. Also kannst du auch machen, ja. Dann brauchst du gar kein Bookstand im Grunde, sondern einfach rechts nehmen. Einfach in die Hand nehmen, ja. Aber wir bräuchten noch einen Bookstand. Das sind die noch zwei. Mann, oh, ich will doch. Bist du immer noch gerade tauchen? Ja, das ist schlimm im Moment. Ich spür's auch noch, ja. Was mein Problem ist, wenn ich immer Kunden gehe, ich laufe einmal in so einem Halbkreis, denke immer, ich habe jetzt irgendwas Großes gefunden und dann lande ich bei Frames Haus. Das ist mir schon zweimal passiert. Da dachte ich mir, yay, geil. Und dann... Ach, schon wieder bei Frames gelandet, ach Gott. Ja. Wer hat denn hier schon mit Towncraft richtig angefangen? Ich glaube, noch keiner, glaube ich. Weil das sieht irgendwie hier stark nach Towncraft aus. Wo nach dem Equal Crate. Weil da hat mich jemand einen ganzen Meteoriten von Applied Energistic in Dirt umgewandelt. Das ist natürlich, stimmt, das sag ich auch, intelligent. Dann wird es wohl jemand schon angefangen haben, Thumbcraft. Das wäre. Weiß ich nicht. Lox, ich hätte die zwei Linking Books und zwei Bookstands. Huch, verflickt wieder. Cool. Ach, Steve. Steve, Ops. Steve, Steve, Steve. Plus ich leck so hart, ich erkenne mich richtig. Wo ist jetzt hin? Scheiße. Ich bring dir mal Botania-Blumen mit, die hier unterwegs sind. Okay. Hä? Ach da. Ich hab ein Chatpack gehört. Toll. Der fliegt umher. Dong. Boah. Ach du Scheiße, was war das hier nochmal? Ich muss ja nochmal disconnecten. Boah. Ich vermute wahrscheinlich, du brauchst auch Eternal Essenzen, oder? Eternal also Essenzen? Das ist Atom. Das ist Atomcraft. Ja, hoppala. Hab nämlich gerade eben so einen Basilisten abgebaut. Gut, irgendwann werde ich auch Thumbcraft machen, aber ja. Jetzt geht's wieder. Anscheinend ist das jetzt hier die letzte Water Source, die große. Kill it. Frame. 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 So. Du, was soll ich den Bookstand hin tun, Lox? I don't know. Ah, you don't know, okay. Link mal hier den. Oh, da. So. Und wir können es immer noch irgendwo hinstellen. Da. Kapitän. Kaktusse. Kaktusse. Du wolltest wo denn das zweite Book haben? Ja, bei den. Am besten bei den Blazes erstmal. Oh Gott. Nehme ich noch schnell die Bricks hier mit. Wo bei den immer. Blazes. Oh Gott, da muss ich ewig laufen. Oh, so. Ach, er hat die Potato Portal Gun. Ah. Ah, genau. Achso, dass sich damit rausrettet. Ja, weil ich habe keinen Kobbel mehr, um die scheiß Dinger zuzubauen. Weil hier ist noch eine große Source ist hier noch. Leitungsschwur kommt. Komm her, Zombie, versuch's doch. Komm ist doch. Im Still.
Ach du Scheiße, ich fahre gerade gegen Eisengolen. Das ist schlecht. Nice, hast down. Muss man schon wieder auf den Test. So. Steve! 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 Steve. Der Zombie hier ist aber auch hartnäckig. Okay, wenn wir was im Hintergrund laufen, weil das ist ja nicht nur normal. Muss ich gleich mal nach der Folge schauen. Ich bin gleich im Vulkan. Du hast einen gefunden. Ja, ich habe ja schon vor langem mal einen gefunden beim Erkunden. Aber nicht zwei nebeneinander. Okay. Da hat nämlich jetzt mein Hammer von Tinker's Construct und hau da ein paar Mal drauf. User joined your channel. Hallo. Hi Frame. Komm mal bitte schnell mit deiner Portal Gun auf unser Grundstück. Okay. Du musst Loks retten. Ja. Ich muss Loks retten, okay. Ja. Na, ich habe eine Portal Gun gefunden. Hey. Ja, ich weiß. Haben wir gesehen. Darum komme ich ja jetzt gerade auf dich. Wo muss ich hin? Auf unserem Grundstück ist doch dieses eine Loch. Aufpassen, schleichen. Okay. Und Vorsicht, Tremendbrüche. Ah, ich sehe. Schieß mal ein Portal oben und eins. Genau, danke. Oh. Puh. Okay, Moment. Ich brauch Couplet. Ist da runtergefallen oder was? Nein, ich muss die Water Sources da unten wegmachen. Ah, okay. Ja, ich hab da in der Nähe immer gemeint und bin dann immer bei euch gelandet. Im Loch. Frame, brauchst du noch Bienen? Gerade nicht, ne? Kein Bock mehr. Ich hab ihn schon zugeschissen mit Bienen. Ich krieg von allen Bienen und. Langsam hast du keinen Bock mehr drauf. Nein, das nicht, aber ich produziere einfach zu viel. Kannst du mich nochmal runterlassen, Frame? So, klar. Rapunzel, lass dein Haar runter. Rapante. Uah. Okay, das war jetzt kontraproduktiv. Ja, Moment, ich komme auf das. Verdammt! Eine Frage: Geht es immer noch das, wenn man ein Portal auf den Mond schießt? Oder ist das ja. Das einsaugt? Ja. Ja, Frame, bitte unter das. Ja. Ja, warte, wo war nochmal raus? Wo war nochmal der Mut? Damit haben wir unser letztes Let's Play beendet. Und bald das nächste. Gut. Oh nein, der Frame sollte man die Portal Gun abnehmen. Bin ich auch dafür. Nein, ihr habt ja noch kein Haus, von daher. Also ich baue's gerade. Lox, ich hab ein Problem. Was denn? Bei mir siehst du, bist es bloß eine riesige im Nether? Ja. Kriegst du auf mich zu? Hörst du auf? Ja, willst du mich produzieren? Produzier mich nicht. Was ist das? Oh, es leckt immer noch so schlimm. Ich verscheuche es. Kusch. Ui, das ist auch noch viel Wasser. Ja, das ist anscheinend nur noch dieses kleine Stück hier, dann. Ich quäl mich ja jetzt nicht schon knapp zwei Folgen damit rum. Boah. Ja, super. Hier, wo der Blazebonner war, ist nichts mehr. Irgendwer hat ihn abgebaut. Och nö. Ja. Das ist doch scheiße. Aber ich habe da drüben Blazes gesehen, vielleicht ist da noch ein weiterer Blaze-Spawner. So. Alles haben. Oh ja, hier, das ist sogar perfekt. Ne, hier drunter geht's weiter. Ist da noch was? Ja. Das ist ein riesiges Loch. Okay, lass mal das kurz akklimatisieren. Okay. Ich
mache einen kleinen Raum, wo ich dann das Ding reinstelle. Ich habe hier, bei uns unten ist ein Bedrock falsch gesetzt. So falsch gesetzt? Wir haben hier Flat Bedrock und da ist einer, der raussticht. Ja, das ist bei mir aber auch so. Bei meinem Quarry-Loch. Okay, das geht gar nicht. Das bringt meine ganze Planung durcheinander. Oh. Alles nochmal neu. Wir brauchen ein anderes Grundstück. Gleich mal beantragen. Ja. Man kann auch Bedrock kaputt machen irgendwie. Ja, es gibt Crusher, die das Welt, schaffen. Oder? Oh fuck, wie soll ich denn... Ein Skelett. Aber es hat ein Herz. Soll ich dir irgendwie helfen? Boah. Es leckt halt gerade so hart, dass ich den nicht richtig treffe hier. So, ich komme mal zurück zur Oberwelt. Okay, da wo mal ein Vulkan war, ist es ein riesiges Loch. Der Fitzes wollte ihn doch abbauen. Wo ist der zweite linke Bug da? So. Wir haben jetzt eine Verbindung. Du musst dich rauskloppen, sag ich jetzt mal. Ja gut, besser so, ja. Aus Gründen. Boah, Hilfe! Aber mir leckt's eigentlich gar nicht hier. Nicht? Nee. Ich hab teilweise so üble. Dann wird's aber kurz besser. Und dann wird's wieder heftiger. Ich muss kurz einwerfen, dass wir die Folge beenden müssen. Dann beenden wir kurz die Folge und machen hier schnell das Wasser weg aufs Screen. Nettle besser. Ja. Genau, dann danke fürs Einschalten, bei den anderen vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.